Am 10. Oktober 2020 haben wir Deutschland verlassen, um nach Schottland umzuziehen. Dies ist nun schon über ein Jahr her und viele Dinge sind in der Zwischenzeit passiert. Wir haben unser Haus, das wir 2014 gebaut hatten, verkauft, um ein neues Leben zu beginnen. Eine etwas abgespecktere Version unseres Lebens, mit weniger Dingen, etwas minimalistischer, dafür aber mit viel mehr Freiheiten. Oh, so eine schöne Zucchini, die passt da gar nichts mehr rein. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Kanal Abenteuer Schottland. Mein Name ist Sebastian Hehn, meine Familie und ich, wir wandern jetzt aus und zwar nach Schottland. Zack. So, jetzt fahren wir zur Grenze. Freilich war das nicht ganz einfach, aber das Abenteuer hat gerufen und so wurde Abenteuer Schottland geboren. Seit über einem Jahr erstelle ich nun Videos zum Thema Schottland in Form von Vlogs, FAQs und in ein paar Sonderformaten. Innerhalb dieses Jahres hat sich sehr viel getan. Es sind nun knapp 800 Menschen, die diesen Kanal abonniert haben und sich regelmäßig die Inhalte anschauen. Dieser Kanal ist in erster Linie dafür entstanden, unsere Abenteuer zu dokumentieren, aber auch um zu unterhalten und die vielen schönen Orte Schottlands zu zeigen. Durch die vielen Kommentare, E-Mails und Nachrichten von euch sind gute Bekanntschaften und Freundschaften entstanden, die es ohne nicht gäbe. Der Austausch zwischen uns steht für mich an erster Stelle. Das ist es, was den Kanal ausmacht. Ich möchte mich bei euch herzlich dafür bedanken. Nachdem wir wohlbehalten in unserem neuen Zuhause angekommen waren, waren wir Corona-bedingt erstmal 10 Tage in Quarantäne, konnten aber mit dem Hund rausgehen. In diesem Zeitraum sind die ersten Vlogs erschienen. Plötzlich ging das Licht aus. Stromausfall. Bin dann nach unten gegangen, wollte mal schauen, ob in dem Shop unter uns da noch Strom ist. Ja, letztendlich war es so, dass wir hier einen Prepaid-Stromzähler eingebaut haben bei uns in der Wohnung. Jetzt ist es so, man nimmt eben diesen Schlüssel und geht zum Beispiel zur Post und lädt diesen Schlüssel dann auf, steckt man dann in den Zähler rein und dann wird der Zähler wie eben ein Prepaid-Handy auch aufgeladen. Unsere ersten Herausforderungen waren, Strom- und Gasanbieter zu kontaktieren, um Verträge abzuschließen, die Console-Tags einzurichten, ein Bankkonto zu eröffnen, eine Handynummer zu bekommen und die National Insurance Number zu beantragen. Wobei die Handynummer hier das Wichtigste ist. Ohne Handynummer bekommt man hier gar nichts. Auch dringend musste der Antrag auf den Pre-Settle-Status eingereicht werden. Dafür brauchten wir aber erst Rechnungen, die wir als Beweis vorlegen konnten, hier wohnhaft zu sein. Ich wollte jetzt mal erzählen, wie das so ist, wenn man diese National Insurance Nummer beantragt. Vor circa 4 Wochen hat Corinna dort angerufen, bei dem Büro. Jetzt erreicht man dort wieder jemanden, das ging ja die ganze Zeit nicht, hat dort die Bewerbungsunterlagen für die NIN, also die National Insurance Number, angefordert. Am Telefon hat man ihr dann gesagt, es dauert circa 3 Wochen, dann bekommen wir einen Link per SMS geschickt. Der kam heute an für uns beide, nach 4 Wochen. Dieser Link führt dann zu einer Seite, wo man dann seinen Namen eingibt und seine Ausweisnummer und so weiter. Dann muss man ein Formular ausdrucken. Das Ganze muss dann in ein Kuvert gesteckt werden und zusammen mit einer Kopie von unserem Ausweis an diese Adresse geschickt werden. Das wollten wir heute machen, aber leider hat die Post hier keinen Kopierer. Das heißt, wir gehen jetzt her und fotografieren unsere Ausweise, drucken das Ganze nochmal aus. Auf der Seite steht dann auch noch drauf, dass es bis zu 16 Wochen dauern kann, bis wir Rückmeldungen bekommen. 16 Wochen. Gleich im November haben wir unsere Firma gegründet, um hier unser Einkommen auf sichere Beine zu stellen. Das ging relativ einfach und nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr sind wir sehr froh, so gehandelt zu haben, wie wir es taten. Der erste Winter in Schottland war vom Wetter her überwiegend schön. Wir hatten wunderschöne Ausflüge gemacht in herbstlich gefärbte Wälder, über verschneite Hügel und kalte Seen. Allerdings kam im November das erste Mal eine Flut, die sich bis vor unsere Haustür ausgebreitet hatte und uns dazu zwang, unser Auto zu evakuieren. Die zweite, deutlich schlimmere Flut kam im März. Diesmal konnten wir für einen Tag das Haus gar nicht verlassen.
Das Wasser war wirklich extrem hoch gekommen und wir hatten Glück, dass es noch nicht zur Tür hereingekommen ist. Nach einiger Zeit fahren mit dem Van auf den engen Straßen Schottlands haben wir uns entschieden, ein kleineres Auto zu kaufen. Auch dieser Ablauf war sehr einfach und schnell zu bewerkstelligen, wenn man es mit dem Aufwand in Deutschland vergleicht. Wir hatten bisher ein paar kleinere bis mittlere Pannen mit dem Fahrzeug, sind aber insgesamt zufrieden. In den ersten Wochen und Monaten haben wir schon sehr viele wunderschöne Orte besucht, von denen ich euch hier einen kleinen Zusammenschnitt geben möchte. Wir werden oft gefragt, was uns denn am besten gefällt an unserem neuen Leben in Schottland. Die Antwort ist gar nicht so einfach, aber es ist wahrscheinlich die abwechslungsreiche Natur, die Freundlichkeit der Menschen, das allgemeine Gefühl der Entschleunigung und das Verlassen der strikt getakteten Welt und auch die faszinierende Geschichte dieses kleinen Landes, mit der die Schotten auch heute noch sehr verbunden sind. Die Vergangenheit ist hier sehr präsent, was eine gewisse Tiefe erkennen lässt, warum die Dinge so sind, wie sie eben sind. Durch das ausschließliche Arbeiten aus dem Homeoffice haben wir auch deutlich mehr Zeit für unsere Interessen und Hobbys. Ob es die Amateurfunklizenz ist, die ich im Februar gemacht habe, oder Corinnas Liebe zum Stricken und zur Gestaltung von Wohnräumen, unser Leben ist deutlich reichhaltiger geworden. Wir haben hier kein eigenes Grundstück, wohnen aber inmitten wunderschöner Natur, die Highlands sind unser Garten und die Lochs unsere Gartenteiche. Unser Gefühl der Freiheit hat deutlich zugenommen, auch in diesen etwas verrückten Zeiten. Wir sind sehr froh, diese Entscheidungen getroffen zu haben und würden es wieder tun. Vieles ist hier einfacher und es gibt weniger Vorschriften. Mich betrifft vor allem die Tatsache, dass ich draußen in schönster Natur Lagerfeuer machen kann und an meinen Bushcraft-Skills feilen kann. Auch ist es problemlos möglich, im Freien zu übernachten, da man überall wild campen darf. Auch wenn die Natur bei diesem Kanal im Vordergrund steht, gibt es dennoch Berichte über die faszinierenden Städte Schottlands. Edinburgh ist mit Sicherheit die faszinierendste aller Städte hier. Es wird noch viele interessante Videos geben, also bleibt dran.
Jetzt kommen wir wieder zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte einmal Daumen nach oben geben. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich wünsche eine gute Zeit. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.